Sie ist groß, sie ist laut, stinkt und rußt und doch lässt sie die Herzen der Eisenbahnfreunde höher schlagen. So eine Dampflok selber zu fahren, ja, das wäre was. Doch meistens fehlt der Platz und die Zeit, um sich so eine Lokomotive selber zu bauen. Das Anheizen einer Lok und die Wartung nehmen ja auch eine gewisse Zeit in Anspruch. Dazu kommt noch die Unterhaltung vom Streckennetz und der Ausbau der Landschaft. Dass es auch etwas kleiner geht, zeigt uns der Eisenbahnfreund Gerd Röder aus Herborn. Und dass wir soeben eine Lokomotive der Harzer Schmalspurbahn bei einer Überprüfungsfahrt gesehen haben, hat für diesen Film eine besondere Bedeutung. Doch nun stellt sich die Frage, wie man so eine Lok in diesen gepflegten Vorgarten bekommen soll. Für Gerd Röder ist die Baureihe 99 der Harzer Schmalspurbahn das Vorbild für seine selbstgebauten Lokomotiven. Doch wie man sowas bewerkstelligt und wie so eine Lok im Maßstab der Spur 1 betrieben wird, erfahren Sie hier in diesem Film. Ich möchte Ihnen hier den Hobby-Eisenbahner Gerd Röder vorstellen aus Herborn, der sich seine Lokomotiven selber baut. Gerd, wie kommt man zu so einem Hobby? Ja, angefangen hat das wahrscheinlich wie bei jedem normalen Jungen mit einer Märklinger 0. Ja. So im Alter von 5-6 Jahren hat mein Vater mir den ersten Greis geschenkt mit einer 24er, mit einer 89er. Und die H0-Anlage, die wuchs ständig, ja, da kam noch eine 44er dabei und irgendwann waren es an die 50 Lokomotiven. Und dann habe ich im Alter von 12 Jahren im Nachbarort den Herrn Walter Kolb kennengelernt. Das war ein Kupferschmiedemeister, der mit 60 Jahren seinen Betrieb an seinen Sohn abgegeben hat. Und nach einem Jahr war er müde vom Nichtstun und dann hat er sich überlegt, Mensch, in deiner Jugend wolltest du immer mal eine Dampfmaschine bauen. Wir haben ja schon mal diese Lokomotiven gesehen. Das ist ja, sind ja keine Fertiglokomotiven, die man aus der Schachtel nimmt und dann zusammenbaut. Wie viel Zeit braucht man in etwa dazu, um so eine tolle Lokomotive zu bauen? Ja, zum Beispiel hier die Shay, das ist ein absoluter Exot für einen Mitteleuropäer. Der muss sich sehr daran gewöhnen. Da hat der Herr Kolb knapp 2 Jahre dran gebaut. Ja. Der Kessel ist komplett aus Kupfer. Der Walter Kolb, der war Kupferschmiedemeister. Die Zylinder, die habe ich gefräst. Ja. Dann die Kurbelwelle, alles ist in Einzelarbeit entstanden. Dann hat die Lok eine mechanische Schmierölpumpe, eine Dampfspeisepumpe. Ja. Und das Fahrwerk ist aus lauter Einzelteilen selbst montiert. Und ja, so 2 Jahre muss man schon rechnen hier für so eine Lok. Was sagt die Frau dazu? Akzeptiert sie das Hobby? Ja, die toleriert das. Ich habe das Glück, dass die Ute Feinmechanikerin ist. Die hat da Verständnis zu der Sache. Und ich übertreibe es natürlich nicht. Die Familie geht vor und dann kommt das Hobby. Wie lange braucht man in etwa dafür, um so eine Lokomotive fertigzustellen, dass sie dann nachher auch läuft? Ja, also vom Grundgedanken, von der Konstruktion auf dem Blatt Papier bis zur Fertigstellung 1,5 bis 2 Jahre. Prima, wir wollen ja auch heute so eine Lokomotive mal fahren sehen. Aber bevor eine Lokomotive fahren kann, muss ja wie im richtigen Leben auch so eine Lok vorbereitet werden. Ich denke mal, wir fahren mit der Kamera mal ein bisschen dichter ran und schauen uns dieses schöne Modell mal an. Hier die Shay, die fürs europäische Auge doch sehr exotisch ist, die ist nach Fotos aus diesem Buch entstanden. Das Buch hat der Herr Kolb irgendwann mal von uns geschenkt bekommen und er war fasziniert von der Leistungsfähigkeit dieser kleinen Maschinen. Man sieht hier ganz deutlich der Größenvergleich Baumstamm zur Lokomotive. Der Baumstamm ist also gigantisch. Und da hat die nicht nur einen aus dem Wald geschleppt, sondern 20, 30 von den Baumstämmen. Einzelteile für die Shay, fürs Fahrwerk. Zuerst wird aus Stahl ein Rad gedreht. Das wird dann schön vernickelt, damit die Oberfläche nicht rostet. Später wird dann in das Rad für den Kegelradantrieb hier so ein Zahnrad eingefügt. Das fertige Bauteil sieht man dann hier, wo das Kegelrad drin ist. Der Antrieb erfolgt dann über das kleine Kegelrad. Ja, und wenn so ein Drehgestell dann fertig ist, das sehen wir dann hier.
Es läuft ganz leicht, es klemmt nirgendwo und da stehen natürlich unzählige Arbeitsstunden da drin. Und das Resultat ist dann die komplette Maschine mit dem Antrieb, mit den drei Zylindern, mit der Schmierölpumpe, die auch von dem Triebwerk angetrieben wird, mit den Drehgestellen. Das Ganze bewegt sich absolut spielfrei, läuft mechanisch sauber rund und wird mit Dampf angetrieben. So, wir befinden uns jetzt hier im Bahnbetriebswerk. Wir bereiten jetzt die Lok für die Fahrt vor. Dazu muss zuerst die Elektrotechnik überprüft werden. Die Lok wird ferngesteuert, der Dampfregler vorwärts und rückwärts über die Schwinge, wie in echt, und die Dampfpfeife. Jetzt müssen die Vorräte ergänzt werden, das Feuer wird angefacht und dann haben wir ca. 10 Minuten, bis der Kessel genug Dampf gekocht hat, dass wir fahren können. Wollen wir hoffen, dass alles funktioniert. So, und jetzt? So, die Schmierölpumpe wird jetzt mit Heißdampf-Zylinderöl gefüllt. Während der Fahrt läuft die Pumpe mit und fördert ständig etwas Heißdampföl in die Dampfleitung, damit Zylinder und Kolben gut geschmiert sind. So, etwas an die Schwinge, etwas Öl an die Treibstangen, das gleiche auf der anderen Seite. Schaue ich meinen Wasserstand, na, ist etwas über die Hälfte, soll genügen. Hier ist der Manometer, Druck wird noch keiner angezeigt, ist ja noch kein Feuer drin. Hier sind die Wassertanks, wie beim Original, beide Seiten miteinander verbunden. Dann kann die Lok zum Wasserkran. Der Wasserkran funktioniert natürlich auch wie in echt. So, jetzt wird das Wasser aufgefüllt. Die Steinkohle, die wir für den Betrieb von der Lok verwenden, die brennt natürlich sehr schlecht an. Deshalb muss ich erst für ein Grundfeuer sorgen. Dazu nehmen wir Holzkohlestücke, die in Petroleum getränkt sind. Das brennt ganz gut an. Da wird der Rost mit 3-4 Schaufeln beschickt. So. Wenn sie schon zu heiß sind, kann man schon immer anfangen. Ich bin ja gleich da, das 2 Minuten.
Und jetzt kommt wie bei der richtigen Lok der Betriebshalt und Betriebsstoffwerk. Ich halte jetzt an, öffne den Hilfsbläser, schaue nach dem Feuer. Zwei Schrauben Kohlen nachlegen. Das geht natürlich nicht im Haus. Es riecht wie bei einer echten und macht auch so einen Dreck wie bei einer echten. Passiert in Wernigerode auch oft, dass das Wasser überläuft. So, eine Schippe Kohle und weiter geht's. Hilfsbläser aus, Steuerung auf vorwärts, ein Achtungspfiff.
Dampfregler aus. Thank you.